Sein Blut ist noch warm. Das Stück verlangt dem Publikum viel ab. Die Walküre Brünhild will nicht mehr kämpfen. Der Drache Fafnir ist ein Mensch, gespielt von Ralf Möller. Ich werde dich erschlagen, Drache. Drache? Zum Wohle aller. Brünhild macht aus dem Drachentöter Sigurd einen Antihelden. Der findet Geschmack am Schmuse- und Friedenskurs. Das Götterpaar Odin und Frigga ist darüber entsetzt. Sie wollen Tradition, das heißt Kampf. Doch Brünhild geht einen radikal neuen Weg. Diese Kriegerin hier ist unbesiegbar. Für mich ist Brünhild eine moderne Frau. Sie ist eine wahnsinnig moderne Frau, die ihr Leben, ihr sogenanntes Schicksal, wie es ja heißt in den Nibelungen, selber in die Hand nimmt. Sie sagt, nein, so möchte ich nicht mehr leben. Nein, ich kämpfe nicht mehr. Ich möchte mein eigenes Narrativ schreiben. Ich möchte meine eigenen Geschichten erzählen. Das geht doch schon wieder nicht gut aus. Comichaft verpackt, fragmentarisch, mit fantastischen Kostümen und Anspielungen aus der Popkultur. Dem Publikum wird die Tradition entrissen. Nicht viel, an dem es sich festhalten kann. Also die Jüngeren haben da sehr, sehr viele Bezugspunkte. Für die Älteren wird es ab und zu schwierig. Die müssen dann die Jüngeren fragen. Ne? Aber es ist eine moderne, junge Inszenierung und das ist offen gestanden hier auch notwendig. Also sich jetzt ewig die nächsten 10 Jahre auf den gleichen Methodiken auszuruhen, das funktioniert nicht. Eine Welt, in der alles gut wird? Nein, das Stück ist weit entfernt davon. Am Hof zu Worms ergeben sich neue Konstellationen. Die große Frage dahinter? Gelingt es Brünhild, das Gemetzel der traditionellen Nibelungensage zu verhindern? Es ist 2023 und es gibt keinen Grund, die Geschichten so zu erzählen, wie sie vor 200 Jahren erzählt wurden. Und das ist nämlich auch das Spannende, was ich ja auch mag am Theater, am Film, an der bildenden Kunst, dass wir als KünstlerInnen diese Welten erschaffen können. Und das macht mir einfach unheimlich Spaß und das finde ich auch wichtig, weil dadurch wird die Kunst ein politischer Prozess. Das Ende soll nicht verraten werden. Aber eins ist sicher, das Stück provoziert, wird bestimmt zu Diskussionen beim Publikum führen.